Hallo zusammen, ich bin's Anna. Heute einen neuen Song von mir. Der heißt Stimme in meinem Kopf. Er ist auf Deutsch. Das ist der erste deutsche Song, den ich geschrieben habe. Und es war ganz, ich denke mir, ist ganz gut gelungen. Lasst ein Like da, wenn euch gefällt. Abonniert meinen Kanal, weil viele von euch haben das noch nicht gemacht. Würde mich sehr freuen. Und nicht wundern, ich werde ihn ablesen. Es kann vielleicht auch nicht alles 100% sitzen. Aber ich kann mich halt momentan nicht so gut konzentrieren und ich bin halt eigentlich auch krank. Und ja, aber ich möchte trotzdem für euch den Song irgendwie so ein bisschen singen. Entschuldigt mich jetzt schon für die Stimme, es hat so ein leichtes Kratzen im Hals und so, deshalb ist es vielleicht nicht perfekt. Aber es ist okay, ich möchte mich nicht rausreden. Also ich singe jetzt einfach, vielleicht gefällt es euch ja, ich hoffe, es gefällt euch. Es wird aber nochmal neu aufgenommen mit einem richtigen Beat dahinter mal und so. Also ja, ich fange jetzt an. Da sind Stimmen in meinem Kopf und die sagen mir, dass ich nicht mehr leben soll, dass ich nicht mehr existiere. Anschließend frage ich mich, ob das der Wahrheit entspricht. Die Stimmen sagen mir, dass das die Wahrheit ist. Mit der Klinge in der Hand sitze ich weinend da, lasse mir Wasser ein und schütte mir Wein ins Glas. Da sind Stimmen, die mir sagen, es kann nicht so weitergehen, das ist kein Leben und ich soll verstehen. Der Tod ist die Lösung und ich will es nicht einsehen. Anschließend frage ich mich, ob das die Wahrheit entspricht. Die Stimmen sagen mir, dass das die Wahrheit ist. Dann frage ich mich, macht mein Leben einen Sinn? Den wichtigsten Mensch verloren und innerlich dabei erfroren. Ich sitze weinend da mit der Klinge in meiner Hand. Ich rufe den Notruf und wähle mein Handy 112. Ich schilder ihm meine Probleme und sage, dass ich nicht mehr kann. Nach 5 Minuten, da treffen sie schon ein. Sie eilen hinein und finden mich verzweifelt vor. Sie versorgen die Wunden und nehmen mich anschließend mit. Die Stimmen sagen nun, dass ich ein Verlierer bin. Doch ich weiß, dass ich der Gewinner bin. Die Moral von der Geschichte: Das Leben ist wertvoll. Vergesst es nicht. Also, Dankeschön, dass ihr das euch angehört habt. Ich möchte noch mal was zu sagen. Ich bin gegen Suizid und gegen Menschen, also dagegen, dass ich mich umbringe. Also ich bin nicht suizidal gerade. Und es soll einfach nur die Gedanken, die ich mal hatte oder die ich ab und zu mal habe, sagen. Und das ist so ein innerlicher Kampf dagegen so ein bisschen. Und im Endeffekt, bei mir gewinnt immer die Vernunft. Ich suche mir dann rechtzeitig Hilfe. Ich habe jetzt Gott sei Dank noch nie also den Rettungswagen holen müssen, weil es nicht so ernst war. Aber ich würde es machen. Also an euch auch. Ich habe ja eine Vorbildfunktion. An alle draußen, bitte holt euch Hilfe und wenn es nicht mehr anders geht, ruft auch den Rettungswagen. Der holt euch und der rettet euch in dem Falle vor euch selbst erstmal. Ja, klar, es kann also, das ist halt der letzte Schritt davor. Ruft am besten erstmal einen Freund oder so an, redet darüber, vielleicht kommt ihr auch vorbei. Ja, gut, ich mache darüber auch noch ein Video, was man da machen könnte. Vielleicht, ich habe auch schon eins gemacht, aber ich mache vielleicht noch mal ein ernsteres Video darüber. Ja gut, Dankeschön fürs Anhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann, euch noch einen schönen Tag. Eure Anna. Ciao.